So, warte, warte, warte. Das eine habe ich jetzt schon fast fertig. Das gefällt mir doch schon besser von der Zimmerbreite her. So wie ich das hier jetzt gebaut habe. Ihr könnt es eigentlich so wie ihr wollt links weiterbauen. Und dann will ich nämlich mal gucken, wie das mit dem Dach funktioniert. Sieht ganz gut aus. Nur ein Problem. Es ist nicht ganz ergonomisch. Ich habe das Gefühl, die rechte Wand muss ich noch eins breiter machen. Ja, da ist sie wieder. Da hinten auf der Insel, aber da muss aufpassen, da läuft ein Hai rum. Der knabbert auch manchmal. Du musst eigentlich, wenn du die Karte auf mit M aufmachst, müsstest du ja einen Punkt hinten sehen. Siehst auch diese so eine Art Schwimmbude hinten. Ich will zwar nichts sagen, aber. Ich muss das Bett abreißen.
habt nichts dagegen, wenn ich hier mal ein bisschen umgestalte. So oder so. Dieses Licht ist scheiße. Hab ich doch schon mal gesagt, ja, ne? Ja. Aber es gibt auch eine Taschenlampe, die man finden kann, soweit ich weiß. Okay. Aber wo es sie gibt, keine Ahnung. Also das braucht man halt auch Batterien. Ja, Batterien habe ich. Ganz viele. Woher weiß ich nicht, aber ich hab sie. So, Betten sind schon mal fertig. Könnten eigentlich schlafen gehen, wenn ihr Bock habt. Ja. Dann wird eh dunkel. Also die anderen zwei Etagen, die müssen noch gebaut werden, ist klar. Aber die werden so wie rechts. So von der Breite her. Und links baue ich dann nochmal einen weiter. Natürlich jetzt hier links und rechts. Ja, ich muss es erstmal bedecken. Wenn ich links da einen dran stecke, nee, der könnte weg. Muss ich mal gucken. Es wär cool, wenn von den Damen für jeden Multispieler eine spawnen würde. Hätten wir drei von den Mädels hier, die uns Erdbeeren schenken. Ja. Ist okay. Aber dir fehlt es wieder immer noch Essen und Trinken. Bitte? Dir fehlt Essen und Trinken. Warum guckst du denn überhaupt auf meinen Status? Ich vergesse es halt. Ich vergesse es halt. Du hast einen Teil einer Pistole gefunden? Nee, dann müsste wahrscheinlich auch die komplette Pistole drin liegen. Weil ich habe auch einen Teil bekommen, aber halt auch die komplette Pistole.
Nein, Vogel! Entschuldigung. Manchmal kommt einfach der Vogelsadist raus. Kannst du ja mal die Fahrt jetzt anschauen, die erschreckt mich jetzt gerade. Du wolltest mal sehen. Naja. 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 Na, was erwartest du? Also so wie du das dargestellt hast, war es schlimmer. So, wollen wir mal gucken. Kannst du ein bisschen aufräumen? Ich bin angegriffen. Ja, bei dem Spiel nichts Neues. Immer noch wenig HP. So, warte. Kann das nicht doch da machen? Das ist weird. So. Jetzt wird's allmählich interessant. Ich brauche wieder Holz, Leute. Ich bin eigentlich dabei, aber ich werde immer wieder angegriffen. Und dann verstecke ich sie wieder. Wo habe ich denn das jetzt hingesetzt? Na komm, ist egal.
Mhm. Warum geht das hier nicht? Gefällt mir an sich. Ich glaube, wir haben ein Problem. Hier nämlich einige. Alter, macht eine Kombi, ich bin tot. Das ist doch dumm. Wir haben ein Problem, Leute. Mit dem Stärk kann man die halt zünden, dass sie. Der ist hinüber, den habe ich zweimal angeschossen. Würdest du hier immer mal lieber nochmal reinstechen? Schade, tut's nicht. Lieber nochmal reinstechen. Dass er auch wirklich tot bleibt. Jo. Und jetzt will ich gleich mal was testen. AP. Viel HP. Hast du noch Medizin? Ja, klar. Ich würde mir uns belegen, einen schon eine Mauer zu bauen, dass man geschützt ist hier unten. Das würde Sinn machen, ja. Alter, die ziehen doch noch Kleidung an. What the fuck ist hier los? Ich helfe dir gleich mal mit dem Holz. Ich will nämlich mal gucken, was passiert, wenn jetzt hier die zwei Quader fertig sind. Was dann passiert, wenn ich zum Beispiel Dingsbums mache. Und ich jetzt hier das Ding in der Mitte raushaue. Wenn du es raushaust, dann weiß ich nicht, aber raus ja. Mach mit C geht's nicht. Ich kann da keine Knochen mehr reinlegen. Haben wir so viele Knochen? Kannst du einfach schon eine Knochenrüstung zu bauen? Stimmt.
Brauchen trotzdem noch ein Knochen-Storage. Also da fand ich das bei The Forest, die großen Knochenlager, besser. Da hat mehr reingepasst. Was ist da hinten schon wieder? Nicht die Munition verschwenden. Na gut. Weil zu zweit und zu dritt kann man halt eben mit dem Speer sehr gut in Schach halten, dass er nicht angreifen kann. Nicht, dass wir aus Versehen die Alte da treffen. Das will ich eigentlich vermeiden. Kann ich mir dann noch ein bisschen Knochenrüstung basteln, ne? War es noch der eine eingebunden, der an den Ding festgekehrt war? Und wenn du den beschickst, kannst du den heute und dann bekommst du auch so eine Rüstungsbar. Und das ist, glaube ich, die beste Rüstung sein. Wenn ich den heute. Ja, den einen, den du der im Festgekehrt war. Ein Stamm oder irgendwas. Echrüstung, handgefertigter Speer. Muss ich eigentlich, ja, ich muss dir mal helfen mit dem Holz. Beim Trag vom Holz, weil ich habe schon einige Bäume gefällt. Dass man kein Logsled oder so bauen kann. Wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, dass sie das theoretisch nicht eingebracht haben. Ich finde es nur schlimm, dass sie es im Vorgänger drin haben und hier nicht übernommen haben. Das ist das, was mich so abfuckt. Hurenbock, wer war das? Alter, hat sich jetzt mein Sack zusammengezogen, das kannst du aber glauben. Da unten.
Der kommt neben, vielleicht neben dir. So, der eine ist tot. Hoffen wir, dass keine anderen mehr da sind. Entschuldige, Dustin. Wir sind Waldarbeiter, da herrscht manchmal ein rauer Ton. So gerade im Baumstämmen einen kleinen Baumstumpf abgehauen. Ja, da stand auch noch sehen. Ja, hast mich nicht getroffen. Bitte? Du hast mich nicht getroffen. Gott sei Dank. Backing! Aber ziemlich kalt hier oben gerade. Ach Quatsch, das war noch gar nichts. Wir brauchen mehr Platz. Wir müssen noch das Grasland machen für McDonald's. Was war das? Hat das rausgeschlagen? Ein Schiss, die Kleine. Hm?
Ist das noch da? Weil ich finde diese Animation, wo er den fliegen Ding so nach oben fällt, so witzig. Ach so. Bin ich da mal überlegen, wie ich das machen soll. Ich würde gerne gucken, dass wir hier diese Dinge auch wegkriegen. Ja, das war dumm. Das war dumm. Mein Fehler. Ich hab's probiert, okay? Ich hab's probiert. Passt die Länge nicht von denen da oben. Eins nach dem anderen, bitte. Ich muss erstmal wieder aufräumen, was ich kaputt gemacht habe. Ein langer fehlt hier. Zur Hoppe. Jetzt. Ich brauche nochmal einen Steinelager, weil der scholl. Jo. Okay. Ja, das Problem. Okay, also eine Seite müssen wir halt anders machen. Müssen wir halt so machen. Okay, dann ist das halt so. Ich hatte gehofft, dass ich die kleinen Stämme zwischenlagern kann. Und so, das sieht optisch einfach besser aus, auch wenn wir das theoretisch weglassen können. Ich hätte eigentlich gehofft, wenn wir jetzt hier so hier bei den Dingern auch diese Posten links und rechts machen, dass wir da diese Zwischenbalken in der Mitte weglassen könnten, aber macht keinen Sinn. Das geht nicht. Wir müssen immer so ein Quader irgendwie bauen. Weil ich es zwar schade finde, aber dann ist das so. Ich will jetzt auch mal was probieren. Ich mach was in der Mitte. Habe ich eben schon gemacht. Da ist alles eingestürzt. Vertrau mir. Das war ja eben das Problem. Ich habe in der Mitte so eins weggemacht und habe probiert, da was hinzukriegen, aber... Ja, ja, wird.
wahrscheinlich schon was drauf war. Aber wenn man es von vorne einzubauen, gleich könnte es ja dann klappen. Bitte? Wenn man es von vorne einzubaut. Weil wenn ich. Ich mach mal das Video wieder runter, dass es nicht mal nochmal komplett zusammen geht. Wenn man das hier so macht, dann könnte man ja eigentlich das in der Mitte hier raus machen, weil dann ist es ja genauso wie die anderen Längen. Es geht eher darum, dass wir, meinst du die Pfosten? Weil jetzt könnte man den hier eigentlich entfernen. Wenn ich jetzt das richtig. Ja, das geht. Das ist nicht das Problem. Ja, das wollte ich ja gerade machen. Weil. Warte mal. Weil dann bräuchte man den hier wahrscheinlich dann auch nicht mehr. Ich will zwar nichts sagen, aber das. Man kann dann erst noch um eins erweitern, dann wird's auch passen. Also um eins erweitern sowieso? Also eins nach hier. Ja, ja, klar. Das sowieso. Kannst du das mal in der Mitte durchhauen? Ich habe jetzt gerade keine Lust, eine Axt in die Hand zu nehmen. Der vor mir ist. Das. Ja. Naja. Ich wollte eigentlich andersrum haben, um wieder kleine Dinger zu kriegen, aber okay. Lassen wir es mal dabei. Du musst das Deck definieren, was du denn meinst. Ja, längst, nicht quer. Aber ja, also okay. Du hast halbieren. So, dann sieht das nämlich ein bisschen symmetrisch aus. Dann geht das. Das ist soweit okay. Das kann ich nicht entfernen. Das kann ich entfernen. Wir müssen es ja nicht unbedingt eins erweitern, wir können es ja hier vorne offen lassen. Doch so. So als Beispiel, theoretisch, ne? Je nachdem, also ich bin da ganz offen. Aber ich würde sagen, bevor wir dann eine zweite Etage oder so bauen, dass wir erstmal eine Schutzwand bauen. Ja, ja, klar, klar. Das ist logisch. Das ist ja klar. Mein Ausdauer ist circa ein Drittel nur noch. Also zwei Schläge und meine Ausdauer ist weg. Deswegen bei mir fällt wird ein bisschen schwer jetzt. Ja, dann ess doch was. Wir haben Essen, wir haben Trinken. Ich weiß überhaupt nicht, warum du so rumholst. Gerade jetzt, ne?
Knochenmacherfalle, Fliegenklatschefalle, Unterkünfte. Ich will ganz ehrlich sagen, es ist mir gefühlt ein bisschen zu niedrig. Haben wir noch irgendwo, hat jemand noch irgendwo Knochenschädel? Ich habe einen. Ich brauche noch 6 Stück. Ab meine zugefügt. Danke. Noch ein bisschen schick mache hier. Warum da auch nicht? Ich werde vollkommen ignoriert. Ah, die bringt jemanden wahrscheinlich. Bitte? Ich glaube, die bringt jemanden was, glaube ich. Der hat was in den Armen. Ja, aber die geht schnurstracks auf dich zu. Justin kriegt Erdbeeren. Krieg sogar Streicheleinheiten. Und was kriege ich? Gar nichts. Brombeeren waren das. Lol. Wartet ab, Leute. Wartet ab. Ich krieg nachher einen Blowjob. Du willst die Erben fackeln. Geht das runter, geht mir ein Fackel raus. Man sieht genau, was überdacht ist und was nicht. Das ist ein cooles kleines Detail. Hat jemand noch Totschädel? Ich nicht. Justin? Ich glaube, der hat schon alles reingetan. Weiß nicht, ob es jetzt noch 2 sind. Nee, lass uns lieber schlafen. Ja. Bevor ich jetzt hier anfange, ganz alles zu fressen. Ja, habe ich manchmal Brüche. Warte mal, ich speichere mal zur Not. Ja, man soll ein bisschen häufiger speichern. Hab schon meine 2 dazu gepackt. Ja, dann brauchen wir noch mal ein paar, ne? Ja, wir werden bestimmt irgendwann wieder so kriegen. Da ging es nur darum, ein paar Knochen zu loszuwerden. Gut, wir wissen ja die Techniken. Die Frage ist, wollen wir hier bleiben oder wollen wir was Neues dazu machen? Ich würde nämlich gern unten links dieses scheiß Lexikon wegkriegen. Ja, tut ja einer hingehen und das dann wegmachen. Und die anderen beiden machen halt hier weiter. Oder so. Da will ich aber vorher gerne nochmal meine Knochenrüstung voll machen, dann würde ich das übernehmen. Justin? Heia machen, heia machen. Justin wollte mit dem Taschenlaser nochmal die Alte ausspähen. Was hast du vor? Was war das? Andreas? Es gibt Grenzen.
So, hat jemand noch Panzertape oder so? Ich glaube schon. 3 Mal Klebeband habe ich. Das wäre cool, wenn ich das kriegen könnte. Was? Zum Bauen irgendwas, oder? Ich will mir noch ein bisschen Rüstung bauen, dann kann ich nämlich da hoch und diese Scheiße abbauen. Danke dir. Ich hab dir mal nur 2 gegeben, weil vielleicht brauche ich auch noch mal was. Ja, klar, klar. Ich habe nur keine Lust, bei jedem dritten Schlag zu verrecken. Ja, natürlich. Jetzt ist es ja immer deutlich zutraulicher. Weil ich da jetzt rumläuft. Ich könnte die ihr Pfeilschütze geben, dann wissen wir immer, wo sie ist. Schön. So, aber lieb. Die ist knuffig. Die ist echt goldig. Ich weiß nicht warum. Die ist einfach knuffig. So, ihr könnt das Dach schon mal weiterdecken. Ich mach diese Scheiße hier weg. Da ist gleich im Boden verschwunden. Graf, komm mal her. Meine Frage, wo ist denn eigentlich unser Spawnpunkt? Da oben bei dem Kreuz, ne? Ja, könnte sein. Okay, danke, du Arsch. Guck mal kurz, aber da tut's mir her. Kann man mal machen. Warte mal, vielleicht kann ich dich ja freihauen. Manchmal darf ich auf jemand anders stehen. Das ist nicht so gut. Nee. Ich dachte. Oh, scheiße. Muss der Justin nochmal neu joinen oder wir speichern nochmal ab. Das ist doch kacke. Ja, bringt ja nix. Jetzt. Warte mal, du kannst du den schieben? Bleib mal stehen, Justin. Justin, warte mal. Nix machen, Justin. Vielleicht kann ich dich auf die Bank setzen. Na, entweder das. Oder mich schieben ihn ins Meer. Dann kommt er. Oh, fuck. So, jetzt hat er sich hingesetzt. Merkt ihr, nicht auf einen Person draufstehen. Der packt sich dann in den Boden rein. Das habe ich mir schon fast gedacht. Was zu trinken. Die hat aber dreckige Beine. Die kleine. Guck mal, die wollte sich gerade sauber machen. Und jetzt hast du sie verscheucht. So, dann will ich es mal probieren, mein Glück. Mal vorne mal was trinken.
Warum trinkt er das nicht? Leg mal dein Speer weg. Vielleicht geht es da. Na, ja, nehme ich einfach aus der Flasche. Ist ja egal. Kriegt ihr das eigentlich unten links auch angezeigt? Ja, ne? Ja. Okay. Ich bin mal gespannt, ob ich da hochkomme. Wir sind ja wie die Verrückten einfach einen Wasserfall runtergeklettert. Also, für mich sah es so aus, als wenn man die anderen gegangen wäre, schon zum Weg da oben geführt wäre. Bitte? Also, wir sind ja gefühlt rechts rum gegangen. Ja. Aber in die andere Richtung, glaube ich, wäre dann, glaube ich, dann der Seichtegel unten gegangen, glaube ich. Okay. Ja, erstmal in die Nähe kommen, dann mal gucken. Ja, ja. Kann ja nicht so schlimm sein. Weißt du, wenn ich was da los ist, aber mir ist gerade eine Leiche entgegengekommen. Man könnte auch über diese Flüsse auch Baumstämme transportieren. Einfach da oben dann Baumstämme reinschmerzen. Die werden dann ganz unten transportiert. Nicht, dass sie nach einer Weile despawnen? Man sollte nicht als Schlager benutzen, aber zum Transportieren nach unten geht es locker. Das wäre eine Option. Juna, wie gefällt dir das Spiel bis jetzt, wenn du noch da bist? Ich bin zwar alt, aber so alt, um unter die Erde zu kommen, auch wieder nicht. Ach, Justin. Du Opa, du weigerst dich einfach nur zu sterben. Und da müssen wir halt auch einfach manchmal nett sein und nachhelfen. Du bist ja schon relativ weit. Bitte? Du bist dann schon da jetzt schon relativ weit. Das stimmt, ja. Du bist da gefühlt schon neben diesem einen Ausrufezeichen, welches wir absuchen sollten wahrscheinlich. Aber ich glaube, man soll ja nicht alleine irgendwie bloß ein Lager finden und so. Ja gut, solange es nichts Wichtiges ist, ist ja egal. Vielleicht hast du auch neue Sachen dazu bekommen. Wer weiß. Ich weiß nicht, was die machen. Hm.
echt mal gespannt, ob ich es finde.